Jetzt zum dritten Mal kämpfen wir. Wir haben auch die Diagnose vom Arzt bekommen, dass, ja, dass der keine Chance mehr hat. Leute, bitte schaut euch dieses Video an und verbreitet es, wenn es möglich ist. Es geht um einen jungen Mann, der erst 22 Jahre alt ist. Mir geht die Geschichte sehr, sehr nah. Der Ahmed hat mir einen Link geschickt von einem jungen Mann, der gerade eine Spendenaktion macht auf GoFundMe. Ich habe die Story gelesen und mich hat es sehr, sehr getroffen. Und ich möchte diesem jungen Mann helfen mit eurer Hilfe. Stefano ist wie gesagt 22 Jahre alt und hat jetzt innerhalb von 4 Jahren die dritte Krebsdiagnose bekommen. Er hat zweimal den Krebs überstanden und immer ein Jahr dazwischen gehabt, bis die nächste kam. Und jetzt kam die letzte und der Arzt hat ihn sozusagen für tot erklärt. Er hat Bauchspeicheldrüsenkrebs und es gibt eine einzige Hoffnung, um ihn zu retten. Er hat einen sehr, sehr großen Traum. Seit 15 Jahren spielt er Eishockey und eine kanadische Mannschaft hat ihn eingeladen. Das wäre sein Sprung in die NHL gewesen. Der Junge ist voller Lebenslust. Er möchte nicht sterben. Er möchte weiterleben, weil er das Leben liebt. Seine Eltern haben einen riesen Schuldenberg angesammelt durch seine Krankheit. Die Krankenkasse übernimmt immer nur einen kleinen Teil, den Rest muss man selber zahlen. Aber ich habe ihn gestern getroffen, weil er aus Mannheim kommt und er hat mir seine Story erzählt und sein Bruder war auch dabei und es war sehr, sehr emotional. Bitte, liebe Leute, hört euch die Story an und verbreitet dieses Video, damit wir ihm helfen können, damit wir mindestens ein Menschenleben retten können. Hi Stefano. Hallo. Alles klar bei dir? Ja, soweit. Bei ja. dir? Ich habe meinen Bruder mitgebracht. Ist dein Bruder? Ja, ist Vittorio. 3 Jahre älter? Ja. Ah, okay. 25. Mein Bruder ist 22. Okay, schön, dass ihr da seid, Jungs. Ich freue mich sehr. Stefano, wir haben einiges zu besprechen, oder? Auf jeden Fall. Ich bin 22 Jahre alt, wohne in Mannheim-Neckarau. Zurzeit mache ich eine Chemotherapie. Ich habe eine Ausbildung angefangen bei der Stadt Mannheim, aber musste sie sozusagen abbrechen wegen der Erkrankung. Die erste Diagnose Krebs habe ich bekommen am 8. März 2017. Und als ich dann erfahren habe, dass ich Bauchspeicheldrüsenkrebs habe, wollte ich unbedingt operiert werden. Ich habe es auch direkt den Ärzten gesagt. Und die Ärzte haben halt gesagt, dass ich ein bisschen warten muss wegen den ganzen Papieren. Und daraufhin wurde ich dann am 13.03. operiert. Bei der Operation wurden komplett die Metastasen entfernt, der Tumor entfernt, von der linken Niere ein paar Venen entfernt, die ganzen Bauchnerven wurden entfernt und über 30 Lymphknoten wurden entfernt. Danach habe ich dann eine 6-monatige Chemotherapie bekommen. Danach nochmal? Ja. Und da war der Krebs, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, erstmal weg? Danach war er erstmal weg, war ich gesund bis 2018 im August. Jede Verlaufskontrolle bis dahin ist perfekt gelaufen. Ich habe auch wieder zugenommen gehabt. In diesem Zeitraum, wo ich gesund war, habe ich mich damals beworben gehabt bei der Stadt und habe auch dann direkt die Ausbildung bekommen. Habe mich auch sehr gefreut gehabt. Bloß dann im August 2018 ist leider die Diagnose wieder zurückgekommen. Wie war das für dich? Es war sehr erschütternd für mich, wieder all das wieder durchzumachen. Aber dadurch, dass ich so eine große Familie habe, Freunde habe und meine Lebenseinstellung durch den Eishockey, habe ich einfach gewusst, dass ich es wieder schaffen werde und habe alles dafür gegeben. Ich habe 15 Jahre bei den Adler Mannheim gespielt. Das hat mir wirklich auch mein Leben gerettet. Durch den Eishockey habe ich gelernt, immer positiv zu denken, niemals aufzugeben und immer zu lächeln. Keine Krankheit der Welt kann mein Lächeln rauben oder sonst was. Und das hat mir halt sehr geholfen durch den Eishockey. Ich wollte, also ich habe von den Bradford Rattlers habe ich eine Nachricht erhalten. Die wollten, dass ich dorthin gehe, Eishockey spielen gehe. Das wäre dann der Sprung vielleicht gewesen in die NHL. Das ist ja ein Traum von jedem Eishockeyspieler. Und darauf habe ich mich sehr gefreut gehabt. Nur dadurch, dass die Erkrankung wiedergekommen ist, ist für mich sozusagen ein Traum geplatzt. Im Jahr 2018, auch als Captain, dann mein letztes Spiel bekommen. Mein Trainer hat es mir sozusagen geschenkt. Mit Krebs? Mit Krebs. Mein Lebenswille ist so stark gewesen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe morgens Chemotabletten genommen, 3 Stück. Dann bin ich abends ins Training gegangen. Und nach dem Training habe ich auch wieder dann 3 Chemotabletten nehmen müssen. Der Sport hat mich so begeistert gehabt, dass ehrlich die Krankheit gar keine Chance hatte. Nachdem ich die 2. Diagnose bekommen habe, im Sommer 2018,
sind wir in den Urlaub gegangen. Und dann war sozusagen ja alles noch in Ordnung von den Ärzten. Aber dann, als ich zurückgekommen bin, kam die Diagnose bei der nächsten Verlaufskontrolle, dass ich wieder Krebs habe bzw. Metastasen hatte. Und daraufhin habe ich dann die stärkste Chemo bekommen in dieser Erkrankung. Die heißt Fluorouridox. Und nach der dreimonatigen Chemotherapie durfte ich dann endlich operiert werden. Und die OP war so erfolgreich, dass ich dann danach auch wieder 3 Monate Chemotherapie machen musste und dann offiziell gesund war bis November 2019. Ich habe es seit November 2019 bis Juli 2020 habe ich so stark Schmerzen gehabt, dass ich nachts in der Badewanne geschlafen habe. Ich habe das Wasser komplett bis zum Hals gehabt und es hat mir einfach so gut getan. Die Wärme haben komplett die Schmerzen weggemacht, sonst hat einfach nichts mehr genützt. Kein Medikament der Welt hat nicht mehr geholfen und die Ärzte haben es mir sozusagen ja auch nicht geglaubt, weil die mich einfach immer heimgeschickt haben. Und als ich dann Methadon angefangen habe zu nehmen, konnte ich endlich wieder schlafen und mich wie ein normaler Mensch fühlen. Der Professor hat tatsächlich sozusagen mein Todesurteil gesprochen. Ich habe auch gefragt, ob ich Methadon bekommen kann oder andere Sachen, was mir vielleicht helfen könnten, mein Leben zu retten. Aber da kam nichts von ihm. Die Lebenserwartung, was der Arzt gesagt hat, ich soll überhaupt Glück haben, dass ich noch lebe, weil bei so einer Krebserkrankung erleben eigentlich die meisten Menschen immer nur 6 Monate. Aber so wie man es hier sieht, ich sitze hier noch und nach 4 Kalenderjahren lebe ich noch und darauf bin ich sehr stolz. Wie sehr ist denn dein Wunsch, dass du diese Krankheit besiegst? 120%. Also ich möchte, für mich ist Aufgeben gar keine Option. Ich lächle bis zum letzten Atemzug. Der Krebs kann mich nicht besiegen. Wie geht deine Familie damit um? Meine Familie ist sehr für mich da. Im Gegenteil bin ich auch für die sehr da, nur die Situation ist so schwierig. Ich versuche jede Sekunde zu lächeln und immer meine Familie auf andere Gedanken zu bringen, sodass es denen einigermaßen gut geht. Obwohl ich sehe, wie meine Mama oder mein Papa oder mein Bruder zerstört sind. Sind die zerstört? Ja. Mich macht es sehr traurig, dass sie das alles miterleben müssen. Dass gerade wir das erleben müssen, aber das erinnert mich einfach oder gibt mir noch mehr Kraft, den Krebs zu besiegen. Ich möchte einfach, dass meine Eltern wieder fröhlich sind, weil sowas haben einfach keine Eltern verdient, dass der Sohn früher geht oder sowas miterleben muss. Für mich ist es hart. Für mich ist an erster Stelle Familie steht über alles. Und ich liebe meinen Bruder über alles, meine Eltern. Und ich stehe immer hinter denen, immer positiv. Denken, ich kämpfe immer. Natürlich, das ist hart. Im Moment, wir kämpfen schon seit 4 Jahren. Und ja, wir stehen immer hinter ihm. Ich gebe die Hoffnung nie auf. Also, ich denke immer dran, dass alles gut wird. Und wir kämpfen. Er hat jetzt schon 3-mal. Jetzt zum 3. Mal Krebs bekommen, 2-mal hat das bestanden. Jetzt zum 3. Mal kämpfen wir. Wir haben auch die Diagnose vom Arzt bekommen, dass der keine Chance mehr hat. Und es ist hart für uns, wo uns das gesagt worden ist. Für mich so wie eine Welt untergegangen ist. Ich kann es nicht mal in Wörter fassen. Das ist. Ich krieg Gänsehaut. Also, da geht für mich. So viele Gedanken im Kopf, das geht nicht, ich kann es nicht akzeptieren. Das muss einfach weitergehen. Ich habe nur meinen Bruder. Wir waren schon vorher zusammeneinander geschweißt, aber jetzt, wo er die Krankheit hat, sind wir noch mehr zusammen. Wir sind jeden Tag zusammen. Wir unternehmen jeden Tag was. Also, wir sind nie alleine. Das hat uns so zusammengeschweißt. Ich habe mich erkundigt, durch meine Cousine bin ich darauf gekommen, wegen einem Jungen. Der heißt Michele.
Er war damals 5 Jahre alt, als er die Diagnose bekommen hat. Und da haben die Ärzte ihm gesagt, hier in Deutschland, dass er keinerlei eine Chance hat. Und daraufhin haben sich dann die Eltern erkundigt gehabt, ob es irgendeine andere Therapien gibt. Und die sind dann drauf gekommen auf Barcelona. Da haben sie eine Therapie gefunden, das ist eine Antikörpertherapie. Und ich weiß, dass die Antikörpertherapie komplett die Krebszellen zerstören. Ich möchte sie unbedingt machen, da ich ja noch 22 Jahre jung bin und ich möchte unbedingt leben. Und ich tue einfach alles dafür, was in meiner Macht steht. Der Preis von der Therapie ist sehr hoch, dadurch, dass es erstens ja nicht die Krankenkasse übernimmt, da es ja im Ausland gemacht wird. Dadurch, dass die Therapie ein Jahr oder länger dauert, ich öfters vielleicht hin und zurück fliegen muss, dann Medikamente selber bezahlen muss, belaufen sich auf jeden Fall im 6-stelligen Bereich. Ich bin ja auf jeden Fall in Deutschland als tot erklärt. Das kann man so sagen. Deswegen habe ich ja gestern diese Spendenaktion veröffentlicht. Endlich habe ich es hinter mir jetzt gebracht. Das Wichtigste ist jetzt, dass es hoffentlich klappt mit dieser Spendenaktion, weil für mich geht das Leben weiter, wie mein Bruder gesagt hat. Muss einfach weitergehen. Es gibt keine andere Option, dass das Leben jetzt schon vorbei ist. Meine größte Angst ist halt, dass es streut. Und das hat ja schon gestreut gehabt. Jetzt morgen habe ich meine große Verlaufskontrolle wieder nach Juli. Und ich gehe auf jeden Fall positiv ins Krankenhaus rein. Aber natürlich mit dem Herz auf 500. Und hoffe, dass ich da positive Nachrichten erhalte. Weil natürlich jede Sekunde zählt und hoffen wir mal, dass es nicht weiter gestreut hat. Ich möchte auf jeden Fall wieder gesund werden und ich hoffe einfach, dass viele Leute diese Nachrichten erhalten und mir helfen können. Jeder Cent zählt, jede Spende zählt und mir ist es sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Ich habe mir hier einen Port, das ist eine Portpumpe, das ist sozusagen der Schatz von den Krebspatienten und da war ich wach gewesen. Es war eine ambulante Operation im Diakonissenkrankenhaus. Seitdem ich das habe, muss ich nicht mehr diese Schmerzen erleiden, weil es werden hier keine Venen mehr gefunden an allen beiden Armen und ich musste die letzten Jahre wirklich so viel Schmerzen erleiden und seit ich den Port habe, seit ungefähr einem Jahr, finde ich es 1000-mal besser und mir geht es auch wirklich besser mit dem Port. Das Wichtigste im Leben ist nun halt mal die Gesundheit und die Gesundheit ist einfach die höchste Priorität, beziehungsweise auch dann die Familie und wir sind einfach alle miteinander gebunden. Wir sind so zusammengeschweißt schon von Anfang an und ich möchte einfach wieder meine Eltern fröhlich sehen. Seitdem ich Methadon nehme, schlafe ich mit meinem Papa gerade zusammen. Mein Bruder schläft mit meiner Mama, weil ich einfach alleine nicht mehr schlafen konnte. Wegen den ganzen Gedanken, es war einfach alles für mich zu viel. Und seitdem schlafe ich halt mit meinem Papa. Und ich will die halt wieder auf jeden Fall fröhlich sehen. Und nach der ganzen Diagnose am liebsten einfach die beiden wegschicken, dass die mal wieder Zeit für sich haben und genießen können, auf andere Gedanken sind. Wie gesagt, ich hoffe das Beste und ich hoffe, wir werden dich auf diesem Weg so gut es geht unterstützen können. Ich glaube an die Gutmütigkeit der Menschen da draußen. Auf jeden Fall, ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir auch, dass du mir das alles so ehrlich und so gut wie möglich erzählt hast. Und auch Dankeschön an deinen Bruder. Dankeschön. Das hat mich auch gefreut. Danke. Dankeschön dafür. Nicht zu danken. Und wir bleiben definitiv in Kontakt und dann wünsche ich dir bis dahin auch, dass du morgen ein Top-Ergebnis bekommst. Ja? Ich hoffe es auch. Ich gehe auf jeden Fall positiv ins Krankenhaus mit einem Lächeln. Auch wenn ich Angst habe und heute Nacht nicht schlafen werde, das weiß ich jetzt schon. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mein Papa geht ja mit mir ins Krankenhaus, der gibt mir auch nochmal Kraft. Wir müssen es schaffen gegen den Krebs. Das stimmt. Ist einfach so. Wir schaffen es. Und wenn wir fertig sind und ich wieder gesund bin, hat mir der Naro Vitale auch versprochen, dass wir eine sehr große Feier machen werden. Mit DJ Drock und alle anderen. Das wird die größte Feier des Jahres. Ja. Das ist das Ziel. Der Hammer. Also, Dankeschön. Es ist krass.
krass, dass ein 22-Jähriger immer noch so viel Hoffnung hat, obwohl die Ärzte hier in Deutschland gesagt haben, nee, sie werden sterben, sie haben nur noch ein paar Monate zu leben. Freunden sie sich mit dem Gedanken an, aber nein, er kämpft bis zum Ende. Aber wirklich Leute, den meisten da draußen geht es gut, uns fehlt es an nichts, ob wir jetzt 10, 20 Euro oder 5 Euro spenden und jemanden ermöglichen, weiterzuleben, mit 22 Jahren seine Träume zu verwirklichen, einfach diesen Funken Hoffnung zu geben, dass er diesen Krebs besiegen kann, dass er gegen diese Krankheit gewinnen kann. Lasst uns gemeinsam diesen Menschen diese Hoffnung schenken, auch der Familie. Ich danke jedem Einzelnen, der dieses Video geschaut hat, der seinen Teil dazu gibt.